Hallo, ich bin Christa von der Projektgruppe Naturgarten vom NABU Darmstadt. Jeder kann etwas machen, damit die noch vorhandene Vielfalt von Tieren und Pflanzen erhalten bleibt. Das ist die Grundlage für uns und für die nächsten Generationen. Heute geht es um Wasserstellen. Wasser ist mindestens so wichtig wie Futter für die Tiere. Nun zuerst etwas zu Wasserstellen von Vögeln. Worauf muss man da achten? Sie sollten groß genug sein, damit die Vögel sich darin baden können. Und sie sollten so frei aufgestellt sein, dass sich keine Jäger wie Katzen oder Ähnliches anschleichen kann. Die Wasserstellen sollten möglichst täglich erneuert werden mit Wasser aus der Leitung, damit sich keine Krankheitserreger verbreiten können. Bei Wasserstellen für Insekten ist es besonders wichtig, ihnen eine Möglichkeit zu geben, wieder aus dem Wasser herauszukommen. Das kann man machen, indem man Steine hineintut oder Stöckchen oder ein Brettchen. Wichtig ist es, dass man regelmäßig kontrolliert, ob die Wasserstellen in Ordnung sind. Wenn man Plastikuntersetzer verwendet, können sich Chemikalien lösen, und dann sterben da drin die Insekten. Diese Erfahrung habe ich mit so dunklen Untersetzern leider letztes Jahr gemacht. Wichtig ist es auch, wenn man Wassertonnen hat, dass man diese nicht offen stehen lässt, sondern ein Brett oder ein Stock hineintut, damit die Tiere sich wieder hinauskommen. Wenn ein Deckel von so einer Wassertonne zum Beispiel Risse hat, können die Insekten in die Tonne hinein, aber nicht wieder hinaus. Es gibt auch viele Bewässerungsvorrichtungen, wie zum Beispiel diese hier. Da habe ich letztes Jahr leider lernen müssen, dass durch diese Löcher im Deckel die Insekten in das Gefäß hineinkommen und leider auch nicht wieder hinaus. Es ist nicht schwierig, Wasserstellen zu machen. Man braucht auch keine zu kaufen. Hier zeige ich Ihnen, was Sie einfach nehmen können. Nehmen Sie einfach so einen Untersetzer aus Ton oder aus Metall. Und dann habe ich hier gewaschene Steine, Flusssteine oder eben Steine, die ich gesammelt habe und die mir gefallen. Sie können alles Mögliche damit machen. Und dann noch ein paar Stöckchen rein. Das ist eine ideale Wasserstelle für Insekten. Sie sehen, es ist nicht kompliziert, etwas zu tun. Falls Ihnen die Tipps gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn Sie bald wieder bei uns vorbeischauen. Bis bald!